Skateboardjagd. Wer ist eigentlich der Einzelspieler? Ein letztes Mal willkommen zurück hier bei Shy Guys Wunderbaren. Ja, der Betrug ist ja voll am Laufen, Mann, ey. Ja, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es dauert noch 5 Runden bis zum Ende. Und Daisy führt den Scheißbetrug an. Mario ist zwar ganz dicht dahinter, aber den Betrug aufhalten konnte der drittplatzierte Yoshi. Und Toadette ist einfach nur gearscht. Also schauen wir mal, was hier noch alles passiert. Beginnen wir mit den Betrugstaten, damit Yoshi der Letzte wird. Ein Duellbonbon. Wenn sie jetzt das Duellbonbon weggeschmissen hätte, ist so voll dankbar. Und jeder will natürlich hier das Geld sehen, also verteilen wir überall wieder Münzen und Münzsäcke. Jo. Ja, die war ganz schwindelig von den ganzen Münzen, die du gar nicht mal sehen kannst, ja, am Anfang. Wollte gerade sagen, kannst du. Toadette! Ein Kegelbonbon bringt mir gar nichts. Schau mal, wie die anderen wechseln hier. Muss ich erstmal vorankommen. Vielleicht eine obligatorische 2 im nächsten Zug. Ich muss mindestens noch einmal bis nach ganz vorne kommen beim Zug. Der hat die obligatorische 2, die ich brauche, und eine 10 natürlich. Der darf jetzt nicht mehr nach vorne zum Zug kommen, sonst bin ich gearscht. Obwohl es eigentlich reicht, wenn ich gleich auf bin mit den Erstplatzierten, weil, von den Sternen her, weil dann entscheidet eh das Geld und ich glaube, da wird mich jetzt nicht mehr so schnell einer einholen. Okay, interessant. Auf! Ach ja. Wo ist sie? Ich sogar im nächsten Waggon nach mir. Aber als Bonbon, also Kugel, Yoshi besser gesagt, kann ich ja eh nicht zum Laden gehen. Nee, ich will ja zum Laden. Nee, das würde mir gar nichts bringen. Skateboardjagd. Wer ist eigentlich der Einzelspieler? Also, im ersten Moment denkt man sich ja immer, Skateboardjagd einzeln gechillt, hier so voll die anderen zusammenbomben. Ja! Das ist es eben, das muss man erstmal hinkriegen bei extremen Computern. Hier, erstmal. Da. Ja. Hier weiche ich mir natürlich alle geschickt aus. Jawohl. Kommt hier auch mal noch was? Ja, super, super! Seht ihr, und das meine ich. Du denkst, ja, voll gechillt. Ja, halt die erstmal alle drei auf. Ich meine, ich hatte bei den ersten beiden Glück, aber bei den letzten beiden halt nicht. Warte, hat die nicht ein Duellbonbon jetzt bekommen? Oh oh.
Uiuiui, ui, ui, das könnte lustig werden. Scheiße! Scheiße! Ich bin fällig! Ich bin fällig! Komm, Toadette, wir sind doch Best Friends, oder? Scheiße! Ausgerechnet gegen sie! Vor allem ihr werde ich wahrscheinlich definitiv keine Sterne abnehmen können, weil sie zu wenig hat, weil sie letzte ist. Weil das Spiel Gnade hat, hatte es ja auch bei mir, glaube ich, das eine Mal sogar. Warum auch immer. Aber das müsste ich gewinnen. Und bevor sie mir was abnimmt, muss ich definitiv gegen sie gewinnen. Bei Pilzen werfen dürfte es nicht allzu schwer sein, das Spiel ist so easy. Einfach alle Pilze abwerfen und auf keinen Fall die Kumbas. Komm. Ja, sie ist eh gerade nicht die schnellste. Jetzt hat ihr fast den Gumba abgeschossen. Sag's euch. Augen. Ja, nice. Gewonnen. Sag ja, ist nicht schwer. Vor allem ist das Ambiente hier voll cool mit dem Wald. Voll geil. Und Toadette wird währenddessen geschreddert im Hintergrund. Also, alles wie immer. Endduelle. Analysieren. Ja, wahrscheinlich überlegt sie es jetzt so, wie berühre ich ihn jetzt am besten beim Gehen? Ja, natürlich. Leck mich doch. Das ist eine 10. Das ist sogar eine 10, geil. Kann es sein, dass der, der herausgefordert wird, immer die Arschkarte hat, wenn er dann am Ende seinen Gewinn kriegt? Schon, oder? Ach, ich vergesse meine obligatorische 2. Wichtig ist jetzt erstmal nach vorne mit meinem Zug zu kommen. Oder Daisy auseinandernehmen. Daisy auseinandernehmen. Daisy auseinandernehmen. Irgend sowas muss jetzt passieren. Ja, da ist sie. Nämlich. Ja. Ich muss mich jetzt nur noch überholen. Und dann werde ich nach oben gewarnt. Ach, ist das Leben nicht schön. Obwohl das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wo ist denn der Mario? Wenn der mich jetzt überholt. Na, der ist, glaube ich, schon. Der ist schon ganz weit weg. Nicht so hoch würfeln! Nicht so hoch würfeln! Die hat auch eine 9, natürlich. Warum auch nicht? Und dreimal Bonbon, natürlich, das setzen wir auch noch weiter unten auf. Selbstverständlich. Und eine Dieke! Ich glaube, Mario ist außerdem ganz, ganz abseits. Und ist er noch. Das könnte ich aber tatsächlich gewinnen. Und im Anschluss muss ich probieren, Mario herauszufordern. Das ist meine letzte Chance, die ich habe. Und dann muss ich vor allem ihm Stern abnehmen. Scheiß Rummelrad, das kommt ja auch noch hinzu. Was sauber hier. Sehr schön. Da haben die Computer ja gar nichts zu melden bei dem Minispiel. Trotzdem frage ich mich. Ach, egal.
Oh, das wird jetzt riskant. Das wird jetzt riskant. Vor allem gibt es auch genügend andere Bonussterne. Ich sag bloß den eigenen Stern, dann bin ich weg. Oder ein Pechstern. Obwohl der eigentlich zu mir passen würde. Moment! Was macht die da gerade? Scheiße, Plan, wie wär's damit? Ja, wahrscheinlich hat sie sich so gedacht. Der Yoshi vorne im Video, das verkackt hat bei ihm. Mit dem Würfel nach, bei dem Langsam-Dings. Das mach ich dem mal nach. Wie viele das sind denn? 5, 9, 10. Mit zwei Würfeln. Das ist eigentlich was, was hinzukriegen ist. Probieren wir's. Es kommt wahrscheinlich erstmal wieder die obligatorische 2 oder 3. Komm, nein, Würfel hoch. Würfel eine 10. Ja, ist ein guter Ansatz. Vielleicht ist das, was ich gerade getan habe, gar nicht so schlecht. Weil wisst ihr, wer vorne ist? Ja. Weh, du tausch die Lok aus. Weh dir. Was habe ich gesagt? Wenn man sich zu sehr auf die Daisy konzentriert, wird er zur Gefahr. Oh, gerade so. Die Daisy muss jetzt weg vom Fenster. Also die ist jetzt weg vom Fenster, weil die verliert jetzt ihren Stern. Damit hat sich das von vorhin ausgeglichen. Mhm. Das ist sehr schön. Und tschüss. Das Problem ist und bleibt, davon ist der Mario nicht weg vom Fenster. Davon ist er nicht weg vom Fenster. Ich muss den loswerden. Dino hat jetzt nicht gerade Kontakte zur Mafia, außerdem hat noch er Kontakte zur Mafia. Ach so, das Spielchen. Bäm, bäm! Ja, ehrlich. Ich war ehrlich, ja. Doch. Auf alle Fälle, ehrlich. 4 und 4. Ach nee, so. Bitte nicht. Bitte nicht ein Glücksspiel. Obwohl mir Geld ehrlich gestanden mittlerweile eh scheißegal ist. Hauptsache der Mario kriegt keins. Luigi-Blütchen, okay, das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Das Geld. Damit haben wir eigentlich die drei einfachsten Dinge dran gehabt. Die drei einfachsten Kampfminispiele. Und beim zweiteinfachsten überhaupt verkacke ich auch noch. Ich opfer ich Elendiges. Go! Na, erinnert ihr euch noch an das Glücksrezept? Erstmal eine 50, dann mal 2 und einfach immer weiter mal 2. Plus mal 2, da ist mal 2. Das ist ja hier irgendwann aufgekauft. Das ist eine 10, da ist mal 2. Und nochmal 2. So, jetzt bin ich gespannt. Eigentlich ja, wie das alles mal 2 geht nicht. Was ich gesagt habe. Das Spiel ist so easy. Es ist einfach so easy. Das ist... da kriegst du immer wieder was Schönes geschenkt. Mario darf nicht nach vorne zum Zug. Aber ich weiß nicht, was der noch so hat. In petto. Er ist nämlich schon im zweiten Waggon. Der hat noch 2 Züge übrig.
schaue jetzt erstmal, dass ich so vorankomme. So nicht. So nicht. Ich hatte gehofft, dass ich wenigstens bis zum Laden komme. Ja, natürlich. Boah, fuck, wenn der am Ende noch den Rabattstein kriegt. Natürlich ein Feld. Ja, die nehme ich eh nicht mehr wahr. Die ist jetzt fort. Weg vom Fenster. Aber der Mario. Der Mario. Der muss dann ähnlich bescheuert würfeln. Okay, nicht ganz so bescheuert. Vielleicht kommt ja Toadette auf so ein Zugwechselfeld. Obwohl, dann ist er eigentlich noch näher dran letztendlich. Das wäre natürlich extrem kacke. Welches Minispiel nehmen wir denn jetzt? Tortensport. Natürlich. Ich glaube ja nicht, dass ich das gewinne. Der Mario hat viel zu beschissen agiert in dieser Party. Er hat es nicht mal in den Arsch geschoben bekommen mit dem Sieg. Ach ja, jetzt muss ich auch noch mit dem zusammenarbeiten. Ich glaube, es hakt. Und dann betrügt er mich auch noch, dieser Scheißkerl. Boah, grad so. Jawoll. Aber grad so noch. Aber was sind das für komische Torten? Egal, ich muss einen schnellen Cut machen. Wow, bis gleich. Ciao. Also, bis gleich und schon. Ja, bis gleich halt. So. Letzte Runde. Das kann jetzt interessant werden. Das kann jetzt echt noch interessant werden. Ich habe ehrlich gestanden keine Ahnung, wer jetzt gewinnen wird. Wirklich gar nope. That's it. I'm out of here. I'm freaking out of here. Warte. Das ist es. Ein Bowserfeld. Ein Bowserfeld könnte mir jetzt noch den Arsch rennen. Ich setze noch das letzte Bonbon ein. Weil es geht dann noch mit auf mein Bonbon-Einsatzkonto. Also mein letzter Zug. Komm, Bowserfeld. Bowserfeld! Bowserfeld. So, der setzt jetzt sein Träumerbonbon ein. Oder auch nicht! What the fuck? Was? 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 Die hat jetzt einen Stern. Schön und gut. Aber trotzdem, was? Warum? Ich meine, gut, ich bin jetzt abhängig von den Bonussternen und alles, aber... Wanderstein gibt's ja auch noch. Den haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ich kann echt gar nicht sagen, wer gewonnen hat. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, die kriegt natürlich auch noch Münzen. Bzw. eigene Sterne, ja, natürlich.
So, was ich glaube, wo das ist. Im zweiten Waggon von vorne. Nein. Da ist der Bandit, aber nicht Minimauser. Das kann ja auch scheißegal sein. Mit den Münzen wird sie definitiv nichts mehr rausholen. Ich auch nicht. Das Minispiel ist total unnötig. Obwohl, doch, ist ein Minispiel-Sieg. Der auf ein Konto von irgendwem geht. Die alpine Anarchie. Wenn es einen Minispielstand gibt, besteht sogar die Chance, dass ich ihn kriege. Und ich brauche ihn. Ich brauche mindestens zwei. Und Mario darf keinen einzigen kriegen. Zumindest nicht für sich allein. Sonst bin ich raus. Wenn Mario einen einzigen für sich allein kriegt, dann war's das. Oh, Leute. Also am besten jetzt auch noch Mario besiegen hier im letzten Spiel. Jo, so viel dazu. Alles klar, du Chiller. Was macht der? Ist der bescheuert? Was zum Fick hat er gemacht? Und warum bin ich so schnell? Warum zum Fick war ich so schnell? What the fuck? Ich verstehe gar nichts mehr. Das war's. Ich glaube, das wird die erste Party sein, die ich als Niederlage verbuchen darf. Meine letzte Hoffnung. Meine allerletzte Hoffnung. Und es geht los mit dem Bonbon-Stern. Das ist, glaube ich, ein Stern, den ich nicht kriege. Doch! Ja! So, noch ein. Das weiß ich gar nicht, wer den hat. Den letzten brauche ich. Den letzten darf definitiv nur ich oder zusammen mit Toadette kriegen. Gott, du bist sicher. Oh mein fucking Gott, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Leute, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Von scheiße knapp. Ich habe ja schon gedacht, dass auf dem zweiten Brett wäre eine knappe Sache gewesen. Aber das. 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 What the fuck? Schaut es euch an. Drei extreme Computer besiegt. Wegen den Münzen. Wegen den Münzen. Ja. Münzstern gibt's eh nicht mehr. Minispielstern hätte ich gekriegt. Rabattstern, wow, ich habe nicht gedacht, dass ich so viel ausgegeben hätte. Und vor allem, dass ich so viel gefressen habe. Wanderstern, boah, da ist ganz schön viele Felder gezogen. Alter Schwede. Eigene Stern hätte ich zusammen mit Toadette und Daisy bekommen. Pechstern. Oh Gott, hätte es den Pechstern gegeben, hätte ich verloren gehabt. Und bei den eigenen Sternen hätte ich auch verloren, weil, also wenn der zusammen mit dem Wanderstein gekommen wäre, dann hätte Daisy 2 gekriegt. Und dann hätte ich auch noch einen gekriegt, stimmt eigentlich. Ich weiß nicht, wie das gerade aussieht, aber oh, ich hatte scheiße Glück, also wenn der Pechstein dabei gewesen wäre, habt ihr ja gerade gesehen, hätte ich verloren gehabt, weil Mario öfter auf roten Feldern gelandet ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr müsst den Part doch gesehen haben. Ich meine, gut, wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr ihn gesehen, aber trotzdem. Scheiße, war das knapp. Na, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mario Party 8. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann und cheerio!